Wir schreiben das Jahr 28 nach Christus. Jesus Christus ist überraschenderweise gerade 28 Jahre alt und steht kurz vor seiner berühmten Bergpredigt. Um am Berg Sinai aber eine richtig fette Crowd zu haben, testet er seine krassen Lines zunächst an den Mitbürgern seiner Heimatstadt. Ein cooler Move. Was für ein Checker. Wer aber nun meine Worte hört und nicht danach handelt, der ist wie ein unvernünftiger Bauherr, der sein Haus auf Sand baut. Wenn nun ein Wolkenbruch kommt und die Wassermassen heranfluten, so wird es einstürzen und zerstört werden. Habt ihr noch Fragen, liebe Brüder und Schwestern? Hier, Herr, ich. Bruder. Wenn mein Haus einstürzt, weil ich auf Sand gebaut habe, kann ich dann wenigstens den Sachverständigen verklagen, der das Baustatikgutachten angefertigt hat? Bitte, empfangt meine Worte als Gleichnis. Der Unbelehrbare ist stets ein schlechter Bauherr. Ja, aber meinem Onkel ist etwas ganz Ähnliches passiert. Der wurde übers Ohr gehauen, als er das Grundstück kaufte. Und jetzt sucht er einen guten Anwalt, der sich mit privatem Baurecht auskennt und... Gibt es noch gänzlich andere Fragen unter euch? Solche, die sich mit den Worten meiner Predigt befassen? Hier, Meister. Wenn man nun doch auf Sand gebaut hat und bei einem Unwetter alles wegbricht, zahlt dann für Sturmschäden am Haus eine Wohngebäudeversicherung oder muss man Sturm- und Hagelschäden gesondert in die Police aufnehmen? Jetzt vergesst doch bitte einfach jenes Haus, das auf Sand gebaut wurde. Es war ein Gleichnis. Es bedeutet, tue nichts, bei dem du dir nicht sicher bist. Ah, Sicherheit ist ein gutes Stichwort, Herr. Meine Frau und ich versuchen nämlich gerade eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen, da wir vorhaben, ein Haus zu bauen. Jetzt ist der Untergrund dort allerdings ebenfalls sehr sandig. Liebe Brüder und Schwestern, wenn es keine Fragen mehr gibt... Halt, halt! Ich habe eine wichtige Frage, Herr, bitte. Darf eine Frau den Schwiegervater der Frau seines Bruders heiraten? Nun ja, warum nicht? Wenn sich nur beide wirklich lieben und... Eben nicht. Der Schwiegervater der Frau meines Bruders wäre ja mein eigener Vater. Was ist ein Kaldarium, Herr? Ja, funktioniert ja. Ein Perpetuum mobile? Was war zuerst, der Huhn oder Ei? Ja, in einer Lohnsteuererklärung für Einzelveranlagte einen rückwirkend gestiegenen Grundfreibetrag Geld machen. Wie würden unsere Stühle aussehen, wenn unsere Knie hinten wären, Herr? Kann man Creme Brûlée auch ohne Ei herstellen? Zu köstlich.